Tag. Wir sind wieder auf Tour und sind heute Morgen von wohin nach Kanchanaburi gefahren. Entgegen der ursprünglichen Planung hatte ich ja vor, diese Tour nach Süden zu machen. Aber aus organisatorischen Gründen, sage ich mal, müssen wir jetzt wieder nach Norden oder fahren wir wieder nach Norden, wissen nicht. Wir fahren von Kanchanaburi die nächsten ein, zwei Tage, ich weiß nicht, eine oder zwei Übernachtungen nach Bahn Pai wieder. Da hat die Bloi, deren Familie, irgendwie dreitägiges Fest. Oma wird 90 und Buddha und weiß nicht was. Sodass wir jetzt die erste Station wieder Kanchanaburi gemacht haben. Sind heute eigentlich zu Hause in bedecktem Wetter losgefahren. Unterwegs war es recht angenehm von den Temperaturen. Und zum Schluss, wieder auf die letzten paar Kilometer, ganz leichter Regen. So, was wir jetzt machen ist, hinter mir seht ihr es, endlich mal das Entschuldigung, Death Railway Museum in Kanchanaburi. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ich hoffe. Das schauen wir uns heute an und morgen fahren wir, der Plan ist morgen früh, so das Wetter mitmacht, hoch zum Hellfire Pass Museum. Da war ich vor zig Jahren schon mal, das ist auch sehr interessant. Und von da dann auf die erste Etappe, wahrscheinlich Lopburi oder vielleicht nicht ganz so weit, entscheide ich heute Abend, spätestens morgen früh, ob mit ein oder zwei Übernachtungen dann eben weiter nach Bahn Pai. Hinter mir, jetzt sieht man das hoffentlich, einer der zahlreichen Friedhöfe von den Leuten, die während des Eisenbahnbaus ums Leben kamen. Es waren zigtausende. So, jetzt gehen wir rein. Hallo? Two ticket, ja. 250 baht, please. Hold, please. Huh? No, make. So, was ihr nun nachfolgend seht, sind leider nur Bilder, aber das kommt auch ganz gut rüber. Das Museum ist recht schön. Ich wurde also dezent darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier drin nicht filmen darf, aber sehr wohl Fotos machen kann. Also habe ich nur Fotos gemacht und das schauen wir uns jetzt an. Thank you.
So, wir sind jetzt draußen von dem Museum, wie man sieht. Und jetzt kann ich auch wieder filmen. Und hier eben ein Blick über den Friedhof. Schon unglaublich. Und das ist einer von vielen, vielen Friedhöfen. Ich habe eine Zahl gehört von 6.800, die umgekommen seien, aber vermute, das war noch viel mehr. Wenn ich die alleine hier, was hier liegt. Ja, da muss ich nochmal nachvertonen. Und zwar habe ich mich schlau gemacht bei Wikipedia. Die Gesamtzahl, die umgekommen sind während des Eisenbahnbaus, gibt es keine offiziellen Zahlen, Schätzungen, liegen zwischen 40.000 und 90.000 Toten. Und alleine hier, das ist der größte von allen Friedhöfen, liegen 6.991, fast 7.000, wovon die meisten zwar, aber nicht alle identifiziert sind. Das nur mal zur Randinformation. Ja, sure. I know. Yeah, here we go. Ah, okay. I here is in English. Here is the history. In 1939, that was when the war began in September. That was when Germany invaded Poland, and the British Empire ended Second World War. Japanese forces launched offensive in Southeast Asia. This is when the Southeast or the Asian war began, and it was all done by the Japanese, no? And in 1942, the work began on the railway. Railway complete. I don't know. It was. Ja, auch hier nochmal nachvertonen. Das war tatsächlich so. Das war 43 schon fertig. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es irgendwie 3 Jahre gedauert hätte. Dem war aber nicht so. Das war also 43 schon fertig. Und 43 sind wohl auch die meisten Leute ums Leben gekommen. Private. Yeah. Is the lowest rank. Oh. It's a private is the lowest rank, you know. Mm. Not sergeant, no officer. Mm. Private is the lowest rank. And this is the service number, no? Yeah. Army. Royal Army Ordnance Corps.